78 Millionen Quadratmeter. So groß soll das Grundstück sein, auf das der russische Präsident Wladimir Putin seinen gigantischen Superpalast gebaut haben soll. Damit ist das Gebiet 39 mal so groß wie das Fürstentum Monaco. Zumindest behauptet das der Russlandkritiker und Oppositionelle Alexei Nawalny. Er dokumentierte in einem zweistündigen Film bis ins kleinste Detail, wie das wohl krasseste Privathaus der Welt aufgebaut ist und wer genau die Kosten übernommen haben soll. Immerhin soll es mit 17.700 Quadratmetern Wohnfläche das größte Wohngebäude Russlands sein. Die Baukosten von geschätzten 1,3 Milliarden Euro fallen bei dieser Größenordnung kaum noch ins Gewicht. In diesem Video wollen wir euch deshalb zeigen, wie unfassbar abnormal Putin seinen Palast gestaltet haben soll und welche abgefahrenen Besonderheiten auf dem riesigen Anwesen zu finden sind. In seiner Villa gibt es nämlich nicht nur ein Theater, einen Nachtclub und ein eigenes Casino. Putin soll sogar ein eigenes Eishockeystadion besitzen und sein Haus auch über ein ausgeklügeltes Bunkersystem verfügen. Es wird also extrem spannend. Deshalb bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und wenn ihr 1 Milliarde Euro für ein Privathaus hättet, welchen Luxus würdet ihr euch da drinne gönnen? Kommen wir aber nun zu Putins geheimem Palast, an dem er bereits seit 2005 bauen soll. Das Anwesen thront auf einer Anhöhe auf dem Schwarzen Meer, in der Nähe des 50.000 Einwohnerstädtchens Gelendschik. Es liegt direkt am Kap Idokopas und ist von allen Seiten von dichtem Wald umgeben. So soll sich Putin nicht nur vor unliebsamen Gästen schützen, sondern auch vor Blicken auf seine geheime Villa. Auch von der Meerseite aus versperrt der Wald die Sicht auf das Anwesen. Und um ganz sicher zu gehen, dürfen Fischer und andere Bootsfahrer das Kap Idokopas nur mit 2 Kilometern Abstand zur Küste umfahren. Im Landesinneren sorgt eine hohe Mauer für mehr Privatsphäre und angeblich werden ankommende Autos an mehreren Kontrollpunkten inspiziert und durchsucht. Über dem Gelände liegt eine Flugverbotszone und somit ist das ganze Gelände von der Außenwelt abgeschnitten. Wie Alexei Nawalny trotzdem an die Informationen gekommen sein soll, dazu später mehr. Das eigentliche Gelände umfasst eine Größe von knapp 68 Hektar. Doch angeblich soll das umliegende Gebiet dem russischen Geheimdienst FSB gehören und bis ins Jahr 2068 nur an den Eigentümer des Palastes vermietet worden sein. Damit hat das gesamte Areal also eine Größe von 78 Quadratkilometern und ist sogar größer als der gesamte Staat San Marino. Im Zentrum dieses riesigen Areals steht der Palast, der im Architekturstil der italienischen Renaissance erbaut wurde und einem Zarenschloss ähnelt. Und genau wie bei dem Petersburger Winterpalast, dem damaligen Hauptsitz des russischen Zaren, soll ein goldener Doppeladler das gusseiserne Tor des Palastes zieren. Und nicht nur die Größe von 17.000 Quadratmetern ist absolut dekadent, auch bei der Inneneinrichtung hat Putin sich offenbar vom europäischen Adel inspirieren lassen. So ließ er nicht nur tonnenweise Marmor verbauen, auch die Goldintarsien, die Wandmalereien sowie die extravaganten italienischen Möbel sollen ein Vermögen gekostet haben. Hier soll es sich Putin richtig gut gehen lassen, denn im Erdgeschoss des Protzpalastes soll sich laut Nawalny ein riesiger Wellnessbereich befinden. Neben einem Massagesalon, einer eigenen Arztpraxis und einem Friseurstudio soll sich hier auch ein türkisches Bad befinden sowie ein 385 Quadratmeter großer Pool. Außerdem befindet sich hier auch die Großküche, ein privater Kinosaal, eine über 100 Quadratmeter große Cocktail-Lounge und ein eigener Weinkeller. Doch wer meint, dass das schon alles gewesen sei, der sollte besser einen Blick in die erste Etage werfen, denn hier bekommen Putin und seine Gäste ordentlich Unterhaltung. Der russische Präsident hat bei seinen Planungen an alles gedacht und empfängt seine Gäste entweder im eigenen Musikzimmer oder im opulent gestalteten Lesesaal. Wenn er doch etwas mehr Unterhaltung sucht, dann kann er mit seinen Gästen auch das eigene Casino aufsuchen oder sich an den Spielautomaten in der hauseigenen Spielhalle vergnügen. Etwas mehr Kultur gibt es vermutlich im Theatersaal, der sich ebenfalls in der ersten Etage befinden soll und sogar über mehrere Logen verfügt. Mehrfach haben bereits Stars des russischen Showbusiness von Vorstellungen in diesem Theater erzählt, zu denen sie laut eigener Aussage eingeladen wurden. Eine Sängerin berichtete bereits vor einigen Jahren über einen
einen Auftritt, den sie in einem Kostüm aus der Zeit der Zarin Katharina der Großen vor Putin und seinen 5 Gästen absolvieren musste. Für noch privatere Aufführungen hat sich Putin angeblich auch einen eigenen Nachtclub in sein Anwesen bauen lassen, inklusive Umkleidekabinen für die Tänzerin, Pole-Dance-Stangen und eine Bar. Im zweiten Obergeschoss befinden sich schließlich die privaten Räume des Präsidenten. Der 260 Quadratmeter große Wohnbereich mit Schlafzimmer gleicht einem kaiserlichen Boudoir mit einem Baldachinbett im Zentrum. Und auch das private Badezimmer aus weißem Marmor präsentiert sich herrschaftlich. Doch nicht nur das Schloss verschlägt einem die Sprache, auch das komplette Areal soll Putin herrschaftlich gestaltet haben. Hier verfügt er nicht nur über einen Weinberg, Putin ließ sich sogar eine Allee mit seltenen Bäumen anlegen, um die sich jeden Tag bis zu 40 Gärtner kümmern. Für noch exotischere Pflanzen gibt es sogar ein 2500 Quadratmeter großes Treibhaus. Genauso groß ist übrigens das Teehaus, in dem weitere Gäste übernachten können und das nur über eine 80 Meter lange Brücke zu erreichen ist. Doch selbst all das ist noch längst nicht alles. Für Aufführungen unter freiem Himmel hat Putin sich extra ein Amphitheater bauen lassen und religiösen Beistand bekommt er in einer eigenen Kirche, die sich mitten auf dem Grundstück befindet. Das absolute Highlight ist auf den ersten Blick allerdings gar nicht zu erkennen. Unter einem großen Hügel neben zwei Helikopterlandeplätzen befindet sich nämlich eine riesige Halle. Doch hier werden nicht etwa Autos geparkt oder der eigene Wein gelagert, stattdessen ließ sich Putin hier angeblich sein eigenes Eishockeystadion bauen. Ob der russische Präsident hier selber auf dem Eis steht oder ob er geheime Turniere austrägt, ist allerdings nicht bekannt. Auf einem Berg oberhalb des Areals befinden sich weitere Gebäude, in denen die Angestellten wohnen und eine eigene Security-Firma das Gebiet überwacht. Für ultimative Sicherheit sorgt allerdings nur das Tunnelsystem, das sich unterhalb des Areals befinden soll. Ein Stollen führt sogar zu einer Art Ausstieg im Felsen, der auch als Fenster benutzt werden kann und eine perfekte Aussicht aufs Meer bietet. Zu Recht stellt sich nun aber die Frage, wie Alexei Nawalny überhaupt an die ganzen Informationen kam. Das Gerücht, dass sich Putin am Schwarzen Meer eine dekadente Luxusherberge bauen ließ, hält sich schon seit Jahrzehnten. Umweltschützer konnten sich damals auf das Gelände schleichen, doch die meisten Aufnahmen, die entstanden, wurden vom Sicherheitspersonal konfisziert. Damals wurden allerdings auch Bilder von Arbeitern geleakt, die sich vor der protzigen Einrichtung fotografieren ließen. Diese Fotos nahm Nawalny zum Anlass für seine Recherchen. Schließlich soll ihm dann auch noch ein beteiligter Bauunternehmer alle relevanten Pläne zugeschickt haben, auf denen sogar die Fußböden und das Inventar verzeichnet gewesen sein solle. Möbelfirmen und Mitarbeiter der Bauunternehmen haben ihm alle weiteren Infos geliefert, aus denen Nawalny schließlich ein virtuelles Modell nachbauen ließ. Der Putin-Kritiker will zudem herausgefunden haben, dass der Protzbaum ein Beweis für gigantische Korruption sei, unter dem das Land seit Jahren leide. Für Nawalny ist der Bau ein Symbol für die größte Bestechung der Geschichte, da für die Kosten russische Oligarchen aufgekommen sind, die das Geld zumindest zum Teil aus der Staatskasse und von den Konten der Staatsunternehmer abzweigen. Das Video, in dem der Putin-Kritiker seine Recherchen veröffentlichte, wurde bereits über 108 Millionen Mal bei YouTube aufgerufen und löste eine Riesenprotestwelle in Russland aus. Zehntausende Menschen gingen landesweit auf die Straßen, um gegen Putin und seine Regierung zu demonstrieren. Die russische Regierung bestreitet allerdings, dass der Palast tatsächlich Wladimir Putin gehört. Und mittlerweile meldete sich plötzlich auch ein russischer Oligarch namens Arkadi Rotenberg zu Wort. Der Baumagnat ist ein Jugendfreund des Präsidenten und angeblich soll das Gebäude ihm gehören. Er habe die Anlage vor mehreren Jahren erworben und wolle dort ein Apartment-Hotel bauen. Ob der Palast also wirklich zu 100% Putin gehört, bleibt nicht geklärt. Arbeiter und Ingenieure, die in einer weiteren Reportage zu Wort kamen, sind sich da aber sehr sicher. Und auch bei Wikipedia ist das Gebäude schon seit Jahren als Putins Palast aufgeführt. Einige Arbeiter sollen Putin mehrfach selbst vor Ort gesehen haben und ihnen sei immer klar gewesen, dass sie eine Residenz für den Präsidenten Russlands bauen. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem
diesem übermäßigen Luxusschloss haltet und ob euer Traumhaus auch so aussehen würde. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert.